Shalom und herzlich willkommen zurück zu Good Buddy Ponia. Yeah. Okay. Du Dog? Zum tausendsten Mal, Rufus. Du bekommst deinen Flummi erst zurück, wenn du mir verrätst, wie die Puddingreste in meinen Teilchenbeschleuniger gekommen sind. Erstens war das gar kein Pudding. Und zweitens... Da mir ein klitzekleiner Fauxpas passiert ist und ich einen kompletten Dialog irgendwie übersprungen habe, ich habe keine Ahnung wie, sorry an der Stelle und wir hören uns einfach alles nochmal an. Was soll ich noch gleich besorgen? Ein Mammutfell. Fluppidiwupp. Plasma. Hab doch nur Spaß gemacht. Ich soll natürlich ein Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammutfell-Relais besorgen. Eine so wichtige Aufgabe würde ich doch nie vergessen. Und vor allem auch dieses Wort nicht. Wie kommt das Kalibrieren voran? Es käme schneller voran, wenn du ein Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammutfell-Relais besorgen würdest, nicht wahr? Genau. Was würdet ihr nur ohne mich machen? Ich muss los. Ihr habt mich schon viel zu lange von meiner wichtigen Profimission abgehalten. Je weiter du vom Zimmer entfernt bist, desto weniger können wir dich stören. So kann man es natürlich auch sagen. Okay, Goal ist im Tank, weil ihre Operation vorbereitet werden muss. Doc schraubt und Boso, der alte... Die Frisur, herrlich. Der alte Pirat friert sich nass. Warum zieht er sich nicht endlich was an? Er holt sich noch die Schüttelpocken. Und wenn er es nicht tut, hole ich sie ihm halt. Freunde tun sowas füreinander. Ja, ich habe noch seinen Anzug. Aber quatsch mal vorerst mal mit ihm. Na, Boso, du alter... Pirat, sag es ruhig. Hä? Nee, wie kannst du denn ein Pirat sein? So ganz ohne Kutter. Du Altersflecken-Endlager, wollte ich sagen. Zieh dir mal lieber was an. Du willst doch nicht, dass Gold sofort wieder ins Koma fällt, sobald sie aufwacht, oder? War das nicht krass vorhin? Geht so. Oh je, du bist unglücklich, nicht wahr? Unglücklich ist gar kein Ausdruck. Das wäre ich wohl auch an deiner Stelle. Immerhin hast du die ganze coole Action verschlafen. Und die Zerstörung deines Kutters. Komm schon, nun lach doch mal wieder. Warum sollte ich? Mein Kutter ist kaputt. Ist doch kein Weltuntergang. Die Welt geht unter. Nicht vor morgen früh. Und etwas Vernünftiges zu essen gibt es hier auch nicht. Mecker, mecker, motz, motz. Du klingst schon fast wie meine Ex-Freundin. Toni. Oder mein ex-bester Freund Wenzel. Oder jeder andere, der einen größeren Zeitraum mit mir verbracht hat. Und das bringt dich nicht irgendwie zum Nachdenken? Um mich zum Nachdenken zu bringen, muss schon deutlich mehr passieren. Ja, das war auch mein Eindruck. Und meiner. Willst du dir jetzt nicht langsam mal was anziehen? Geht nicht. Meine Klamotten sind in der Wäsche. Und wenn ich sie dir bringe, ziehst du dir dann endlich mal was über? Warum sollte ich? Naja. Was? Du frierst doch bestimmt. Es ist schon ein wenig zugig. Ich glaube, die Heizung ist ausgefallen. Aber, naja, was ein echter Pirat ist. Und ein Pirat. Wer hat dir denn den Quatsch eingeredet? Naja, eigentlich warst du das. Ach, herrje, wenn man blöd fragt. Es ehrt mich, dass du versuchst, mir nachzueifern. Aber sieh den Tatsachen ins Auge. Du wirst nie so ein Draufgänger wie ich. Komm schon. Schlüpf in deinen schmuseweichen Plazenta-Fellmantel und... Bah, vergiss es. Ich bleib jetzt erst recht in der Kälte sitzen. Und wenn ich mir dabei die Schüttelpocken hole... Ich sag dir, du holst dir die Schüttelpocken. Unsinn. Dann wäre meine Zunge doch ganz blau. Außerdem hätte ich Husten, Schnupfen und Fieber. Blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber. Alles klar. Rufus, du planst doch nicht etwa, mich mit Schüttelpocken zu infizieren. Ich habe nur gesagt, dass du sie dir holst. Wie du das machst, bleibt mein Geheimnis. Deine Blöße wirkt mein Ästhetikempfinden. Insbesondere, wenn du diese Sache mit den Beinen machst. Und dafür liebe ich Dedrick.
Es ist immerhin eine Frau anwesend. Goal, auf mich wirkt sie eher abwesend. Und so lange könntest du mir ruhig mal die Beinfreiheit gönnen. Du ahnst ja nicht, wie schwer es ist, eine passende Hose in meiner Größe zu finden. Na gut, es ist eine abwesende Frau anwesend. Aber ist das ein Grund, gleich auf ihr herumzutrampeln? Sie ist ja jetzt schon ganz rot. Rufus, ich glaube, du stehst auf ihrem Beatmungsschlauch. Oh. Egal. Es geht hier nicht um irgendwelche Schläuche. Es geht hier um... Beinfreiheit? Genau. Nicht, dass ich jetzt weniger Beinfreiheit hätte. Ich denke da auch an Doc. Mach dir mal keine Sorgen um meine Beinfreiheit, Junge. Apropos, warum sieht man eigentlich nie deine Beine, Doc? Lassen wir es doch einfach bei... Mach dir keine Sorgen, Junge. Das habe ich mir auch schon gefragt. Was auch immer. Ich brauche dieses Handtuch. Okay. Nein! Nicht! Du weißt auch nicht, was du willst. Neue Augen. genauso hätte ich es auch gemacht. Ach, mach doch, was du willst. Okay. Außer der Sache mit den Beinen, hörst du? Alles, nur nicht das. Sagtest du eben, dass du Hunger hast? Ach, das hast du mitbekommen? Tja, das nennt man selektive Wahrnehmung. So eine Art mentale Superkraft, die Spreu vom Weizen zu trennen. Spreu in die linke, Weizen in die rechte Gehirnhälfte. Ja, ich bin schon ein Früchtchen. Wenn du mir etwas zu essen besorgen willst, im Souterrain steht ein Pastetenautomat. Mal sehen. Ich muss erst noch rausfinden, inwiefern mich das weiterbringt. Was? Naja, ich bring dir was zu essen und da habe ich dann auch irgendwas von. Läuft doch immer so. Wie wäre es mit dem guten Gefühl, einem Freund einen Gefallen getan zu haben? Hä? Nein, nicht sowas. Ich meine was Nützliches. Einen Köderfisch oder so. Sorry, ich muss hier weg. Nimm's nicht persönlich. Es ist einfach nur dein abscheuliches Aussehen. Meine Augen sind schon ganz vereitert. Ach, wir sollten Bose definitiv erlösen. Hier hast du einen. Hier, ich habe deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Es ist schon ein wenig zugig. Ich glaube, die Heizung ist ausgefallen. Aber, naja, was ein echter Pirat ist. Du und ein Pirat. Wer hatte denn den Quatsch eingeredet? Naja. Ach, herrje. Es ehrt aber sie den Tatsachen. Komm schon. Bah, ich bleib jetzt. Und wenn ich mir dabei... Kriegen wir denn jetzt die Schüttelpocken zu ihm? Generell sollte ich mal gucken, was ich im Inventar habe. Wir haben Pfeffer, Salz, Staub, einen Korkenzieher, den Zimmerschlüssel, das Fischmesser, den Kopfkissenbezug, die Zahncreme, den Kleiderbügel und Bosos Anzug. Nicht einschlafen hier. Gut. Sie ist schon wieder bewusstlos. Diesmal gehört es allerdings zum Plan. Ich rette dich. Und dann... geht's ab nach Elysium. Alles klar. Was haben wir hier noch? Irgendwo habe ich so eine Tasche doch schon mal gesehen. Kann ich mir deine Tasche ausleihen? Na klar. Nimm sie ruhig. Immerhin hast du mir ja bislang nur meine Lebensgrundlage und mein Zuhause genommen. Warum dann nicht auch die Tasche mit meinen letzten Besitztümern? Cool, danke. Sehr aufmerksam. Wie gitt ist die fleckig? Hey! Das war Ironie. Habe ich mir schon gedacht. Vielleicht solltest du dich beim nächsten Mal hinsetzen, wenn du sie schon mit aufs Klo nehmen musst. Oh, oh. Ein Drittelschrauber. Wie praktisch. Ich ziehe Muttern eh immer nur zu einem Drittel an, weil sie irgendwann ja sowieso wieder voll allein runterfallen. Nichts da, Rufus. Ich brauche den Drittelschrauber für die Operation. Und ich brauche ihn, um ihn wahllos mit Gegenständen zu kombinieren. Ich sagte Finger weg. Ist ja schon gut. Gut, oh, eine Gegenstände. Über dieses Telefon bekommt man eine Verbindung zur Rezeption und kleine Bläschen am Mundwinkel. Ja. Lecker. Hallo, Rezeption? Du bist des Todes. Was bin ich? Kleiner Scherz. Hier ist natürlich die Rezeption. Immer zu Diensten. Es sei denn, Sie sind der Typ, der im Aufzug stecken geblieben ist. Aufzug? Ich habe hier noch gar keinen Aufzug gesehen. Ich auch nicht. Darum kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen. Gehen Sie bitte aus der Leitung. Warten Sie! Ich rufe doch aus meinem Zimmer an. Na, das ist freilich etwas anderes. Wie lautet Ihre Zimmernummer? 5?
Moment. Zimmer 5. Echt jetzt? Sie arme Wurst. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne etwas essen. Sie sind mutig. Das gefällt mir. Haben Sie denn schon Ihren Menüplan an der Rezeption abgeholt? Nee. Wir bräuchten dringend frische Handtücher. Oh, dann sind Sie im falschen Hotel. So etwas hatten wir hier schon seit Jahren nicht mehr. Und was soll ich dann als Andenken mitnehmen? Wie wär's mit einer ansteckenden Infektionskrankheit? Glauben Sie mir, Sie werden sich noch jahrelang an uns erinnern. Sofern die Welt bis dahin noch nicht untergegangen ist. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Ich mag seine Ausdrucksweise. Sagen Sie mal, haben Sie zufällig ein Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fell-Relais? Gut möglich. Warten Sie bitte kurz, während ich im Keller nachschaue. Ich kann genau hören, wie Sie in die Muschel atmen. Tja, Sie haben mich erzappt. Ihre Rechnung für interne Telefonate müssen Sie trotzdem bezahlen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Verwählt. Kein Problem. Das kommt häufiger vor. Wir glauben, dass es an den elektromagnetischen Strahlen des Atommüllendlagers liegt. Oder am Indianerfriedhof. Eins von beiden. Okay, jetzt müssen wir nur noch rausfinden. Ich geh mal kurz im Flur. Weil das ist unser Zimmer. Mammutfell? Wirklich? Und Fluppidiwupp? Schon gut. Das ist die 5. Und das ist die 4. 3, 2, 1. In das dunkle Zimmer. Was soll man das sehen? Da kommen wir ja nicht rein, ist ja abgeschlossen. Keine Antwort. Ich komme hier da aber noch nicht weg, weil Boso immer noch mit dem dicken Hintern da sitzt. Ich probiere mal was. Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Wir sind mal die 1. Zimmer 1. Das ist unmöglich. Zimmer 1 ist nicht vermietet. Und Stimmen aus dem Jenseits gibt es dort auch nicht. Im Gegensatz zu den anderen Zimmern. Lassen Sie sich eine bessere Geschichte einfallen. Sagte ich Zimmer 1? Ich meinte natürlich... Zimmer 3. Ah, endlich erreiche ich Sie mal. Ich habe hier mehrere Beschwerden gegen Sie vorliegen. Lärmbelästigung, Geruchsbelästigung, normale Belästigung. Ach nein, warten Sie. Es sind die Beschwerden gegen mich. Wie dem auch sei. Viel wichtiger ist doch, dass Sie Ihre Lieferung noch nicht bezahlt haben. Wozu brauchen Sie überhaupt die ganzen Hühner? Hab ich Zimmer 3 gesagt? Ich meinte natürlich... Nehmen wir doch einfach mal Zimmer 9. Zimmer 9. Ah, die Dämonen aus dem verfluchten Hotelzimmer. Also, dem am meisten verfluchten. Warum könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich hab doch alles getan, was ihr verlangt habt. Das alte Ehepaar, der freundliche Autor, sogar die junge Schauspielerin. Alles erledigt. Na gut, ich hab eure Betten nicht neu bezogen. Aber irgendwo muss ja auch mal Schluss sein. Sagte ich Zimmer 9? Ich meinte natürlich... Zimmer 1 ist auf jeden Fall immer noch auswählbar. Zimmer 1. Das ist unmöglich. Zimmer 1 ist nicht vermietet. Sagte ich Zimmer 1? Ich meinte natürlich... Zimmer 5. Echt jetzt? Wie kann ich ihn... Kein Problem. Okay. Was übrigens nicht nur für euch ärgerlich ist, diesen Dialog, der da übersprungen wurde. Wer braucht schon Münzgeld, wenn er über magische Finger und ein unbestreitbares Händchen für Automaten aller Art verfügt? Aua! Ich habe diesen Dialog leider auch nicht mitbekommen, sehr ärgerlicherweise. Das heißt, ich habe auch nicht so wirklich Ahnung, was wir jetzt eigentlich tun sollen, können. Solche Taschen sind doch nur was für Anfänger. Echte Profis tragen ihr Gedöns lose im Mantel. Zum Beispiel. Solche Taschen sind doch nur... Echte Profi... Das eignet sich wohl kaum als Brotaufstrich. Ja? Ich wusste es doch. Zahnpasta ist nutzlos. Diese Situation ist wichtiger Unterschied. Ich wusste es doch. Zahnpasta.
Vielleicht können wir das. Diese Situation ist verkorkst, nicht verkorkt. Wichtiger Unterschied. Ja, ganz wichtig. Diese Situation ist wichtiger und. Diese Situation ist wichtiger und. Dieser verlauste Kopfkissenbezug eignet sich nur für genau zwei Dinge. Erstens, einen Kindergarten unter Quarantäne zu stellen. Und zweitens, ein Kopfkissenbezug. Dieser verlauste Kopfkissen. Und zweitens. Das eine erzeugt Husten, das andere Fieber. Das macht schon mal 50% der Symptome einer Schüttelpockeninfektion. Ja. Das Einzige, was dieser Staub kann, ist den Hustenreflex zu triggern. Aber das macht er gut. Das eine verursacht Husten. Das macht schon mal... Noch 15 weitere Hotelrestaurants und ich habe ein Schachspiel zusammen. Ich wusste es. Zahnpasta. Dieser Plan könnte zwar noch ein bisschen Würze vertragen, aber ich dachte da eigentlich an etwas anderes. Oregano. Oregano geht immer auf jeden Fall. Mal gucken, was Boso alles mit sich rumträgt. Mal früh drauf kommen können. Viel früher. Unterwäsche. Ein Drei-Mann-Zelt. Ach nein, es ist noch mehr Unterwäsche. Aber hey, was ist das? Ein Schampon. Halte ich hier etwa das Geheimnis seiner glänzenden Lockenpracht in Händen? Shampoo. Oh, da hängt ein handgeschriebenes Etikett an der Flasche. Mein liebes Berli. Berli. Ich habe dir etwas von meinem selbstgemachten Spezialschampon eingepackt. Es enthält die geheime Zutat, die dein Haar so schön voll macht. Also pass gut darauf auf. Immerhin musste dein kleiner Bruder dafür auf sein Frühstück verzichten. Okay. Oh, ich trage erstaunlich viele Hygieneartikel mit mir rum. Wenn das ein Omen sein soll, so sei es hiermit ignoriert. Aber wir müssen noch die Zahncreme mit dem Shampoo kreuzen für den Chloroform-Effekt. Oh. Ich trage erstaunlich viele Hygieneartikel mit mir rum. Wenn das ein Omen sein soll, so sei es hiermit ignoriert. Der Pelikan lässt mich nicht in den Fischabfällen wühlen. Aber stochert er selbst nur so halbherzig darin herum? Der hat doch gar keinen Appetit, das sehe ich doch. Nehmen wir mal den... Das scheint ihm nicht zu konvenieren, was allerdings auch auf die Fischabfälle zutrifft. Oh, da hängt ein Handgemein. Ich ist in der... Okay, gut. Ja. Dann werden wir jetzt... Das Letzte, was hier fehlt, sind Tischmanieren. Okay. Vielleicht mit dem Kopfkissenbezug. Das scheint ihm nicht zu konsumieren. Was allerdings auch auf die Fischabfälle... Ich glaube nicht, dass wir hier noch... aktuell zumindest noch nicht machen können. Aber da kommen wir ja gar nicht ran. Da so ist kein Rankommen. Bist du schon von da oben aus, ja. Vielleicht können wir mit dem Kleiderbügel ein bisschen im Automaten rumstochern. Das wäre doch was. So ein Ärger. Dieser Automat akzeptiert nur Münzgeld. Sachen, die wir natürlich ständig dabei haben. Vor allem und gerade als Rufus. Genau, mal in das dunkle Zimmer, ob ich etwas versehen habe. Loch, Gespenst und es geht nach draußen. Bleib da an der Tür stehen, wo ich dich sehen kann. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja, richtig, verschwinde. Kannst du dich vielleicht mal entscheiden? Hey. Ich dachte, ich... Ja. Das eignet sich wohl kaum... Ja, nicht so schnell. Er braucht keine weltlichen Besitztümer mehr. Vorausgesetzt, seine Geschichte stimmt. Das würde ich noch nicht als Schuppenproblem bezeichnen. Ja, gut. Wozu braucht ein Gespenst ein Fischmesser? Zum Klappern? Und ich dachte schon, es gibt nur Fisch im Jenseits. Das wäre ja fatal. Hey, bleib! Ich dachte, ich soll... Ja. Wobei, das ist was Tolles. Also, kann man echt nicht meckern. Wieso kann ich kann meine Sachen immer noch trocknen, wenn mein Weltrettungsplan ins Wasser gefallen ist. Ah, naja. Ich kann meine Sachen immer...
hier aber auch nicht wirklich irgendwas. Und hier kann man... Hooray! Gar nichts machen. Geh ich nochmal zur Rezeption. Das ist doch Cletus! Der hat mir gerade noch gefehlt. Dieser Anzug darf auf keinen Fall heißer als 30 Grad gewaschen werden. Haben Sie das verstanden? Klipp und Klopsi! Mein Assistent wird ihn morgen früh wieder abholen. Füllen Sie derweil die Anmeldung aus, Oppenbot. Und passen Sie gut auf die Tasche mit dem Geld auf. In dieser jämmerlichen Absteige arbeitet nur Gesinde. Hier arbeitet jemand? Verzeihen Sie, Herr Inspektor, aber ist das dort nicht die Tasche mit meinem Plasma-Austausch-Fluppeni-Wupp-Mammut-Fell-Release? Seien Sie nicht albern, Oppenbot. Die Taschen sind identisch. Ihre ist bereits auf unserem Zimmer. Und dorthin werde ich mich nun auch zurückziehen. Ich hoffe, es ist nicht so marode, wie der Service hier es nahelegt. Das hätte ins Auge gehen können. Diesem Schnösel wäre ich nur ungern über den Weg gelaufen. Jetzt heißt es auf der Hut sein. Er sucht doch garantiert nach Goal. Dafür weiß ich jetzt, wo ich dieses Plasma-Austausch-Flubidi-Wupp-Mammut-Fell-Relais herbekomme.